Jo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video vom Shisha-Team. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir präsentieren euch heute einen neuen Tabak. Und zwar den Al-Wazir Orangina and Mint. Der ist frisch von der Messe in Frankfurt, auf der wir waren. Den haben wir von da mitgenommen. Und ja, steckt da im Namen schon drin. Es handelt sich halt um einen Orangentabak mit einer gewissen Minznote. Ja, den wollen wir euch heute gern vorstellen. Wie ihr das vielleicht auf dem kurzen Messevideo schon gesehen habt, die Al-Wazir-Dosen sind einfach super special. Genau, das ist der Beutel, so sieht er aus, hier ist die Dose. Dann kommt das Ganze hier rein, zack. Und schon ist das Produkt fertig. Steuerbanderole drauf. Und ab ins Geschäft und geraucht. Genau. Wir haben eine extrem solide, ja, Blechdose, keine Ahnung, Metalldose. Super gut zu verschließen. Ihr braucht ja auch ordentlich Kraft, um den Deckel zu öffnen. Und der Tabak liegt dann dort so drin. Hier sind halt auch 250 Gramm drin. Ja. 50 Gramm mehr als in den Standarddosen. Dann gibt es noch den Gigabeutel. Ein Kilo ist auch bald erhältlich. Mit Steuerbanderole. Die Dosen sind aber noch nicht da. Ich würde gerne noch was zur Dose sagen, weil ich die ersten schon wieder schreien höre. Ey, aber eine Metalldose ist ja noch nicht dicht. Ja, ist meistens auch so. Aber hier, ich weiß nicht, ihr habt es bestimmt schon gesehen, die ist von innen so grün, ihr seht. Und das Grüne ist hochwertigster PET-Kunststoff, der dafür sorgt, dass eben nichts durch die Metalldose läuft und ihr den Tabak da wirklich safe drin aufbewahren könnt. Ja, vor allem, dass nichts rostet. Also da sifft nichts durch. Komplett dicht. Ganz, ganz wichtig, den Preis dabei zu nennen, weil vielleicht kennt ihr 250 Gramm von Social Smoke oder so, da greift man ganz tief in die Tasche, da bezahlt ihr 32,90 und wie viel bezahlen wir hier? Nur 17,90 €. Also mega. Quasi der Standard-Tabakpreis, nur eben mit mehr drin. Guckt auf den Preis, Leute. Der Preis 250 Gramm, 17,90 €, genau. Ist ein Hammer, wirklich. Danke dir. Ein großer Hammer. Wir haben mit deinem Kollegen gesprochen. Ja. Leute, es ist kein Einführungspreis. Der Tabak wird nicht in zwei Wochen 25 Euro kosten. Nein. Dieser Tabak soll bei 17,90 € gehalten werden für 250 Gramm. Und da das ist eine meckern. Ansage. Da kann man nicht gar nicht meckern. Da kann man nur staunen. Ja. Das ist wirklich hammergeil. Al-Wazir ist eine ganz, ganz neue Marke. Die haben wir wirklich das erste Mal dieses Jahr auf der Shisha-Messe in Frankfurt gesehen. Die sind auch erst seit diesem Jahr auf dem Markt, beziehungsweise sind, glaube ich, zur Zeit dieses Videos, also wenn ihr das jetzt anguckt, dann sind die noch gar nicht irgendwie erhältlich im Internet, weil die Produktion erstmal anlaufen muss. Das ist ein relativ kleines Unternehmen noch aus Deutschland, in der Nähe von Münster genau. Da haben die so einen kleinen Betrieb mit, weiß ich nicht, 10, 15 Leuten und machen da den Tabak in natürlich schweißtreibender Arbeit. Die müssen da ordentlich Produktion raushauen. Weil davon wollen wir mehr, auf jeden Fall. Gut, dann öffnen wir doch gleich mal die Dose ein weiteres Mal. Es macht einfach Spaß, hier dran zu ziehen. Für den Geruchstest. Oh. Ja, und der Geruch ist schon mal wirklich Bombe, herausragend. Mhm. Wirklich, als hättet ihr gerade eine Orange durchgeschnitten und würdet dran riechen. Ich finde, die Orangennote ist wirklich super natürlich getroffen. Und man riecht halt auch so diese fruchtige Frische, wie man es halt kennt von so Zitrusfrüchten. Gefällt mir richtig gut. Ich bin gespannt, wie er im Geschmack ist, weil Orangentabak ist und war eigentlich noch nie so meins. Mhm. Aber vielleicht haut er mich ja jetzt voll weg. Und was du brauchst, ist, wenn du Zitrone rauchst, ja, dann willst du die Zitrone vom ersten Moment schmecken, aber du möchtest nicht die Zitrone rauchen, die im Chlorreiniger drin ist. Das ist immer das große Problem. Das ist genau das Ding. Genau. Und die Orange, die du rauchst, die soll auch schön die richtige Valensina-Orange sein, sage ich jetzt mal aus der Werbung, die man sich auf Augen vorstellt. Schnitt kann man eigentlich gleich nochmal sagen, wo die Dose offen ist. Jetzt zeige ich es das fünfte Mal in die Kamera. Ist aber nicht schlimm. Den kann man nicht oft genug sehen. Ja, der Schnitt ist auf jeden Fall ein bisschen gröber, als man es üblicherweise kennt. Aber dafür sehr gleichmäßig, das kann man sagen. Also es ist nicht so, dass jetzt irgendwie 20 große Blätter drin sind und der Rest ganz fein oder so, sondern wirklich ist ein gleichmäßig bisschen gröberer Schnitt, der euch aber keine Probleme machen sollte beim Kopfbau, egal wo ihr
oder welche Kok ihr nutzt. Der ist auch mit Absicht ein bisschen gröber geschnitten. Das haben sie uns auf der Messe auch noch erzählt. Andere Leute mischen auch ihre Tabake zusammen. Die haben auch einen ganz kleinen Schnitt. Ich finde diesen groben Schnitt, also unsere Flakes, die sind ungefähr so groß. Also schon etwas grobkörniger, sag ich jetzt mal, größer. Die Saugfähigkeit ist halt auch da und darauf muss man halt auch achten. Ne? Ja genau, der liebe Alex und der liebe Thorsten, Gruß geht raus an euch. Die haben uns auch mal erklärt, woran das liegt. Wir waren ja vorher immer so der Meinung, ja, feiner der Schnitt, desto geiler. Die haben uns erklärt, deren Tabak wird auch gar nicht richtig geschnitten, weil diese Schnittkante einfach dafür sorgt, dass die Qualität des Tabaks minderwertiger ist, sage ich jetzt einfach mal. Der wird in einem speziellen Verfahren, sagen wir so mit Luft aufgefloatet. Und dann werden die kleinen Bestandteile eben aufgefangen und die ganz groben ausgesiebt. Und dadurch entsteht halt dieser ganz spezielle Schnitt. Uns wurde halt versichert, dass dadurch die optimale Tabakqualität gewährleistet wird. Vor allen Dingen auch in dem weiteren Verfahren mit der Molasse, dass das einfach perfekt mit dem Tabak harmoniert. Fand ich ganz interessant, wie er uns das erklärt hat. So Leute, dann kommen wir mal gleich zum Geschmack. Und zwar schmeckt er einfach wirklich genauso, wie er riecht. Ihr habt halt eine wirklich sehr frische Orangennote. Abgerundet mit der Minze, es passt super gut, das ist wirklich sehr erfrischend. Ihr habt eine leichte Kühle im Rachenraum und ja, man schmeckt diese Orange wirklich super vollmundig und ihr habt da kein muffiges Aroma oder sonst was dabei, was man so halt von den Orangentabaksorten kennt, die wir vorher mal getestet haben. Ich finde den super lecker, der haut mich wirklich um. Muss ich auch sagen, also auch wie Max schon erwähnt hat, Orangentabak ist so ein bisschen verrufen, glaube ich, auch in der Shisha-Szene. Weil viele eben noch diese alte Orangennote kennen, die jetzt einen ganz eigenständigen Muff hatte irgendwie. Also es war komisch. Aber dieser Orangentabak hat mich einfach komplett überrascht. Das war so, auf der Messe kamst du, glaube ich, auf mich zu und sagst, ey, probier den unbedingt, der Orangenminztabak. Und ich denke mir so, ja, komm, Orangenminz, was soll dabei rauskommen? Und dann habe ich den da probiert und was soll ich sagen, er hat mich einfach komplett von den Socken gehauen. Extrem leckere Orange, wirklich frisch, kein Muff und diese leckere Minznote dazu, die finde ich gar nicht mal so leicht ist. Ich würde jetzt sagen, vielleicht für den Shisha-Anfänger doch etwas fordernd, aber für uns auf jeden Fall, die gerne und oft Shisha rauchen, ist das auf jeden Fall eine perfekte Abstimmung. Also ich finde es von der Minze her nicht zu stark. Also bei uns ist es so, wir haben Rezepte, nach diesen Rezepten wird dann gemischt. Jede Komponente ist im Rezept mit der Kilozahl angegeben. Wenn die Sachen aus dem Mischer rauskommen, bevor die in die Maschinen reinkommen, wird das geraucht von mir und meinem Kumpel. Wenn der Geschmack so ist, wie er sein soll, dann wird erst abgefüllt. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann wandert das in die Tonne. Das ist bis jetzt auch noch nicht passiert, weil wir gehen straight nach Rezept. Ja, das ist halt auch was zählt. Ja. Aber das Spannende ist ja, bei anderen Herstellern hört man dann immer, ja, Tabak ist ein Naturprodukt, da haben wir gar keinen Einfluss drauf, dass der immer gleich schmeckt und so weiter. Das ist Bullshit. Aber da sieht man ja, dass es doch geht. Ja. Das geht. Ja, vom Geschmack her kann ich mich eigentlich auch nur anschließen. Für einen Orangentabak wirklich super lecker. Orange, ja, ist und bleibt halt nicht meins, aber ihr habt wirklich eine natürliche Note und ja, es ist mit Abstand wirklich der beste Orangentabak, den ich auch bisher irgendwo probiert habe. Rauchtechnisch. Könnt ihr das hoffentlich sehen, geht ja auch super klar, raucht wirklich ordentlich, ohne dabei irgendwie zu kratzen, zu drücken und eben auch ohne, dass die Minze zu krass reinhaut, wenn er zu viel Hitze bekommt. Also von daher auch in der Stelle nicht zu meckern und ja, Daumen nach oben. Auf jeden Fall. Setup wie immer in der Videobeschreibung. Bleibt uns nur noch zu sagen, wenn der dann irgendwann da ist, kriegt er auf jeden Fall die Kauf- und die Probierempfehlung. Bisschen Geduld noch und dann wird er kommen. Wir haben noch andere Sorten probiert. Auf der Messe konntet ihr die ersten Produktionen kaufen und die anderen Sorten, boah, was soll ich sagen, die haben mich auch von den Socken gehauen. Genauso geil. Alter. Eine Special Tabak mit, was war da drin? Absinth oder so? Ja, Mann. Absinth und der Storm. Ich weiß es auch nicht mehr. Wir haben den da geraucht. Vielleicht können wir das mal kurz einblenden, wie wir da geraucht haben. Das ist der Shadow Zone, heißt der. Und da drin ist blaue Beere, rote Beere und Absinth. Genau. Schmeckt mega gut, geht gut runter. Leichte Kühle dabei. Genau. Es war einfach echt nice.
Der war so lecker. Also, und auch die anderen Sorten. Was war denn noch herausstechend? Erdbeere. Erdbeere haben wir gesagt. Erdbeere, Mann, super. Auch die wirklich leckerste Erdbeere als Shisha-Tabak, die wir probiert haben. Also der Nameless Red, der war ja schon Brett auf der letzten Messe oder auf der vorletzten sogar schon. Aber die Erdbeere, finde ich, hat sogar nochmal getroffen. Der legt nochmal eine Schippe drauf, wirklich. Hammergeil. Genau, sehr gerne. Ich brauche die eigentlich alle gerne. Also, wenn ich die nicht mag, dann kommt das Flavor nicht auf den Markt. Also, das ist wirklich, ich denke, ich habe schon ganz gute Geschmackssinn am Start. So, ist auch mit der Dosierung. Wir benutzen teure Flavor, die kosten auch richtig Kohle. Du kriegst dadurch aber auch einen authentischen Geschmack, das ist uns halt auch wichtig. Das ist wichtig, dass es nicht so künstlich schmeckt. Genau. Ich bin echt gespannt, was da noch alles kommt. Und ja, also bei dem Preis und der Menge kann man da echt nichts falsch machen. Und wir haben ja auch mit den Jungs von Alvasir gesprochen. Ja, viel geredet, muss man sagen. Also sie waren sehr, sehr offen, sehr freundlich zu uns mit unserer wirklich überschaubaren Abonnentenzahl. Trotzdem sehr, sehr gelassen und haben uns wirklich alles wirklich detailliert erklärt. Sind auf alles eingegangen, auf unsere Fragen. Wir mussten eigentlich nicht viel fragen, die haben von sich aus schon alles gesagt. Für mich ein sehr transparentes Unternehmen und damit auch komplett in Deutschland hergestellt. Ist vielleicht für euch auch wichtig, für einige von euch. Und ja, ein Familienunternehmen. Die ja, legen halt wirklich selber extrem viel Wert auf Qualität. Wenn ich mal zitieren darf, ihr habt hier die besten Rohstoffe, die man für Geld kaufen kann. Ja, stimmt. Das lasse ich jetzt einfach mal so dahingestellt, aber ich finde, das Endprodukt kann auf jeden Fall überzeugen. Das spricht für sich. Und das, ja, dass sie trotz dessen diesen Preis noch halten können, mega gut. Unglaublich. Ja. Das war's. So, ja, das war's. Tschüss, ciao. Nein, bye-bye. Ihr wisst Bescheid. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch ein Like da, das hilft uns sehr. Oder abonniert doch unseren Channel, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Gerne. Wir werden natürlich versuchen, jetzt die nächsten Videos auch noch mehr von der Messe zu bringen, damit ihr einfach wirklich neue Sachen seht, die halt noch nicht erhältlich sind. Aber ja, dazu dann in den nächsten Wochen mehr. Wir sind damit raus, euer Shisha-Team, das war's. Ciao. Out of Ryan. Ciao, ciao. Was ich noch sagen wollte ist, ich finde es halt auch geil, hier hinter sitzt halt nicht so ein Multimillionen sonst was Unternehmen, die halt irgendwie einen Scheißdreck drauf geben, habe ich das Gefühl, was so die Szene sagt. Hier sitzt halt wirklich ein kleines, bodenständiges Unternehmen dahinter und ich unterstütze sie sehr gerne, ja. Vor allem bei dem Preis. Ja, sie probieren halt den Tabak auch selber, wenn es dir nicht gefällt, dann fliegt der halt weg und es klingt alles sehr, sehr vielversprechend. Sehr, sehr verlockend, ja. Wir sind gespannt, was von euch noch so kommt. Was man ja auch noch schnell sagen kann, die hatten auf der Messe sogar so ein Bewertungssystem, wo man jeden Tabak quasi bewerten konnte mit so einem grünen das war echt süß, das war echt süß. Aber wenn die da zum Beispiel auch merken, eine Sorte kommt gar nicht an bei den Kunden, dann fliegt die halt raus und es wird eine neue Sorte kreiert, die dann vielleicht besser ankommt. Ich kann mich nur noch daran erinnern, an die eine Sorte mit Gras oder sowas, also mit Marihuana. Und die haben sie aus der Produktion genommen. Fand ich sehr schade, dass ich es da nicht probieren konnte. Aber wahrscheinlich war die nicht so geil. Gut, jetzt aber. Ja, ciao. Ab. Macht's gut. Tschüss.